Okay, ich muss jetzt in die Lösung gucken und habe dann genau ja, geschaut, wie ja, einfach die Reihenfolge ist. Aber ich verstehe diese Reihenfolge nicht, weil das ergibt dann so irgendwie keinen Sinn mit den Abschnitten Zahlen, oder ich habe es falsch verstanden, beziehungsweise ist es sehr kompliziert. Also ich konnte es nicht nachvollziehen, warum ich das dann so drücken sollte, jetzt wie ich das letztlich gedrückt habe. Aber auf jeden Fall, es hat sich was getan und es geht weiter. Das ist ja das Wichtigste erstmal. Aber ich verstehe es echt nicht. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, was hat sich denn jetzt geändert, ne? Was hat sich getan? Jedenfalls nichts. Ja, also das Rätsel mit den Grabsteinen und den Abschnitten, das war für mich sehr, sehr undurchsichtig, muss ich sagen. Und wahnsinnig kompliziert und unverständlich und was weiß ich nur alles. Ja, ich würde schon gerne wissen, wo sich jetzt was getan hat. Nicht, dass wir jetzt doch wieder auch nicht weiterkommen. Mann, es ist so. Ah. Hier waren wir ja auch schon. Überall. Mal. Auch nicht? Die brauchen wir den Schlüssel? Nochmal. Ah, die Wand ist weg. Wieder ein Hebel. Das heißt, da hat sich doch jetzt wieder was getan. Aber wo diesmal ist die Frage? Hier nicht. Muss ich halt wieder alles durchsuchen. Da sowieso nicht. Aha. Ein Bosskampf. Einfach jetzt. So spontan. Ah, man kann den so auch erwischen. Das ist eigentlich ganz gut. Da muss man. Die Hexer da. Oh oh. Ja, ich sollte mich auch vielleicht vorher heilen. Ne? Aber ich habe hier kaum noch Heilung. Oh nee. Oh. Zumindest wissen wir jetzt, wo es weitergeht. Die Waffe ist schon ganz gut, die wir haben, denke ich. Oh, es geht einfach nicht. Muss doch irgendwas Gutes haben. Irgendwelche Items, bitte. Nichts. Okay, davon haben wir zumindest drei. Das ist sehr gut. Aber sonst noch irgendwie ein Medikit oder so? Nee, gar nicht. Naja, zumindest haben wir noch drei von den Dingern. Das ist auch schon mal was wert. Immerhin. Also haben wir jetzt schon hier unseren Bosskampf auf dem Friedhof. Aber die Waffe ist ja gar nicht mal so schlecht höher. Weil ich kann auch seitlich schieben. Ja, die Sensen halt, ne? Das ist nervig. Kann man ja auch gar nicht vorhersehen, wer die kommt so. Ich
zwei Schüsse. Aua. Aber so klappt das gar nicht schlecht tatsächlich. Wo den so immer auch von der Seite angreifen kann. Aber das war nicht gut. Aber wir haben noch ein paar Heil-Items. Na, natürlich kommt da wieder neue Zombie. Ey. Eigentlich ist die Diva für, am besten geeignet für Bosskämpfe, merke ich gerade. Weil man die dann auch so von der Seite greifen kann. Oh nein, ey. Wie viel das einfach abzieht. Voll. Allerletzte Heilung überhaupt. Das war's. Scheiße. Nichts mehr da. Dann heißt es jetzt. Komm, Bolzen, die sind doch bestimmt richtig gut. Au, au, au. Ja, das ist einiges schwieriger. Oder ist der Granatwerfer vielleicht doch besser? Ist ja bestimmt schlecht, der Granatwerfer. Aber oh, wie viel der aushält. Alter. Das ist unglaublich. Oh Mann. Oh nein. Sag mal, wie viel wieder noch hat. Okay, ich werde jetzt mal den Bolzen-Dings versuchen. Mal gucken, ob der mehr ausmacht. Oh, in der Tat, in der Tat. Soll ich den auch hier abnutzen? Alter, wie viel der aushält! Aber wir haben es geschafft, irgendwie. 57, 10 Punkte. Da sollten wir jetzt zumindest voll geheilt sein. Siebte Stufe erreicht, Fähigkeit Energie, weil er 15 AP dazu bekommt. 2.de. Na gut. Okay, ja, wir sind voll geil, das ist natürlich dann immerhin etwas. Oh. Was macht ihr denn hier? Seid ihr lebensmüde? Ihr wollt ihr nur helfen? Ja, Mrs. Wilford hat etwas Interessantes entdeckt und scheint versammeln sich viele der Monster bei einer Residenz am Rande der Stadt. Ich glaube, das soll alle anderen Bücher hingebracht wurden. Okay, danke für den Hinweis. Und jetzt solltet ihr lieber verschwinden. Hier treiben sich noch einige Monster herum. Schon gut, wir wollen dir die Arbeit auch nicht wegnehmen. Oh, sehr freundlich. Bitte passen Sie auf sich auf. Keine Sorge, ich werde schon klarkommen. Oh. Na gut. Abgeschlossen. Aber nicht hier. Ich gehe mal erstmal da ran. Vielleicht ist da ja auch noch was Interessantes. In der Tat, in der Tat. 20 Bolzen. Gruftschlüssel. Und Hochgeschwindigkeitskanone gefunden. Bolzen. Okay, dann ist das wahrscheinlich sogar noch besser. Aber ich nehme dann erst einmal hier, denke ich mal, den Granatwerfer. Die Bosskämpfe gut, auch die Waffe mit den entfernten Angriffen. Granatwerfer sage ich so ganz gut. Ja. Abgeschlossen. Aber wir haben den Boss vom Friedhof besiegt und naja. Ach doch, klar, wir haben die Gruftschlüssel bekommen. Stimmt.
kaum noch Heilung. Mist. Das war nicht so gut. Warum ist der Schuss durchgeglitscht? Schon wieder. Und deswegen habe ich den Schaden kassiert. Verdammt nochmal. Ach du. Ach du meine Scheiße. Ja toll, das Leben finde ich gut. Oh nein, oh nein! Okay, ich glaube, das mache ich nochmal. Achso, ja. Ja, ich muss in die Luft. Ja, die kriege ich auf jeden Fall noch so da mit dem Granatwerfer. Wenn die nicht gerade ausweichen und so. Mist. Ja gut. Hier soll ich's hören. Genau. Ja gut, aber Granatwerfer benutze ich dann erstmal, solange es noch geht. Wobei wir davon ja auch nicht mehr viel machen. Okay, die ist schon mal weg. Jetzt muss ich Schrot nehmen, fürchte ich. Die sind natürlich auch sehr gut, aber die würde ich mir dann natürlich eher für den Boss aufbewahren. Ich glaube, danach muss ich erstmal speichern. Hoffentlich geht es nicht.
geschafft. Stufe 8 erreicht. 15 habe ich zu kommen. 2 DE. Na gut. Wow. Das waren viel. Ja, wie, die geht nicht auf. Warum geht die denn auf einmal nicht auf? Okay, Dämonix hier sehr gut. Und Dämon auch. Okay, wir haben wieder etwas Heilung. Es ist schön. Warum, genau, warum geht die? Warum geht die nicht auf? Was soll das? So, gut. Die Seite haben wir abgeklappert. Der Erfolg muss dringend gespeichert werden. Steht nicht neben 2 und 4. Die zweite steht an zweiter Stelle. Die fünfte steht nicht neben 3 und 4. Die dritte steht... Muss das sein? Das ist jetzt schon so kompliziert. Die erste steht nicht neben 2 und 4. Die zweite steht an zweiter Stelle. Das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Die zweite steht an zweiter Stelle. Die fünfte steht nicht neben 3 und 4. Dritte steht rechts von der ersten. Okay. Also das heißt, da kann 1 und 3 schon mal nicht an erster Stelle sein. Die fünfte steht nicht neben der 3 und 4. Bedeutet, warte mal. Die 5 müsste dann doch eigentlich an erster Stelle, meine ich. Nicht neben 3 und 4. Und die erste steht auch nicht neben 2 und 4. Das heißt, die kann auch schon mal nicht an der dritten Stelle sein. Also irgendwie an der vierten vielleicht oder sogar der letzten. Auf jeden Fall die dritte steht... Nee. Rechts von der ersten. Das heißt, die 3... Die müsste dann eigentlich an letzter Stelle sein. Meine ich sogar. Die 1 dann da. Die erste steht nicht neben 2 und 4, das wäre dann erfüllt. Die zweite steht an zweiter Stelle, auch das ist erfüllt. Die fünfte steht nicht neben 3 und 4, das ist erfüllt. Die dritte steht rechts von der ersten. Oh ja, dann müsste die 4 doch an der dritten Stelle sein, ne? Ach so, ja. Da oben auf den Schatten wahrscheinlich dann. Ist doch alle Bedingungen erfüllt. Die erste steht nicht neben 2 und 4. Oh, nee. Das ist nicht erfüllt, weil die steht ja dann neben der 4. Warte mal. Dann müsste man vielleicht die 5 mit der 4 tauschen. Kann das sein? Die 5. steht nicht neben 3. Ja, dann, okay. Dann wäre es erfüllt, die Bedingung. Also tauschen wir mal die 5 mit der 4. Gucken dann noch mal. Ist Klick gemacht. Also das müsste es gewesen sein. Aber gucken wir noch mal zur Kontrolle. Die erste steht nicht neben 2 und 4. Ist richtig. Die zweite steht an zweiter Stelle. Das ist auf jeden Fall. Die fünfte steht nicht neben 3 und 4. Ist auch erfüllt. Die dritte steht... rechts von der ersten, ja. Müsste. Ja, und jetzt können wir auch hier rein. Gut, nach dem Rätsel werde ich aber trotzdem mal speichern. Okay, wenn man doch einigermaßen darüber nachdenkt, dann kann man das Rätsel doch gut lösen. Solche Rätsel sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber das mit diesem Grabstein, das fand ich tatsächlich furchtbar. Tut mir leid. Eine Wand, die perfekt im Weg steht, okay. Noch eine Wand, die perfekt im Weg steht. Und noch eine Wand, die... Mann, kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass hier nur Wände sind, die alle perfekt im Weg stehen. Achso, hier geht's ja auch noch weiter. Warte mal. Oh nein. So, was ist das?
speichern und da ist noch eine Tür, also. Naja, natürlich, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre wirklich zu einfach gewesen. Okay, da ist eine Mauer weg. Da aber nicht. Das ist die da weg, okay. Ja, irgendwie gar nicht so wirklich, ne? In der Gruft. Oder muss man hier einfach. Oh. Verdammt, noch eins von diesen dicken Dingern. Jetzt bin ich gespeichert, verdammt. Moment. Die bolsten Dinger habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich meine, die normale Bolsten. Nee. Dann nehme ich auf jeden Fall das. Das ist klar. Oh, das ist gut. Da kann ich auch seitlich rein. Schon cool. Da habe ich auch Glück gehabt. Eine Bolzen. Das Bolzen-Ding ist ja echt richtig gut. Da. Schon zwei Bosskämpfe in der Gruft gehabt. Diesmal kommst du mir nicht. Sieh schon wieder, es wird Zeit. Wow. Dass jemand die Welt von dir befreit. Ich dachte, es kommt so ein epischer Bosskampf und dann bang, tot. Kommt mir schon fast so vor wie bei Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes, aber diesem einen Säbelmeister, sag ich mal, der da ganze Zeit mit dem Säbel rumgefuchtelt hat und Indiana Jones, der schießt ihn dann einfach und nutzt in den Büchern. Mist, was war das nun wieder? Ein schlechter Verlierer? Hm? Du hast mir den Typ mit den Amuletten gegeben, oder? Wer bist du? Sagen wir mal so, ein Schriftsteller, mit dem du dich in der letzten Zeit ziemlich oft auseinandergesetzt hast. Aha, also der Verursacher von diesem ganzen Mist hier. Also wirklich, John, warum gebt ihr Menschen immer gleich dem Teufel die Schuld? Aber du hast es erraten, ich bin Lucifer. Worum geht es hier nun? Was haben die Engel mit den Büchern vor? Ja, ja, die Engel machen nichts als Probleme. Um genau zu sein, sind es einige Abtrünnige. Sie dienen dem Erzengel Raphael. Interessant, und was hat dieser Raphael vor? Was wohl? Er will die Tore zur Hölle öffnen. Hätte ich gewusst, dass so ein erbärmlicher Engel meinen Plan ausnutzen würde, hätte ich die Bücher nie geschrieben. Aber man muss ja für die Apokalypse vorplanen. Dieser Raphael hat ein Problem mit euch Menschen. Ihr seid ihm zu gewalttätig. Mit der Hilfe der Seelen aus der Hölle will er die Welt reinigen. Danach will er eine neue Rasse erschaffen, die unfähig zu Gewalt ist und in ewiger Harmonie und Glückseligkeit leben wird. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Was wäre, wenn es auf der Welt keine Gewalt und keinen Hass mehr gibt? Ich wäre vermutlich arbeitslos. Siehst du, das ist genau der Punkt. Die Seelen in der Hölle kämpfen andauernd um die Feuerschaft, was übrigens sehr unterhaltsam ist, aber irgendwann werden sie sich alle gegenseitig ausgelöscht haben.
Wenn dann kein Nachschub kommt, wird die Hölle ein sehr trostloser und langweiliger Ort werden. Und was ist schon ein Teufel ohne Hölle? Ein Niemand. Mir kommen gleich die Tränen. Nun, du sollst nicht vergessen, dass Raphael euch alle auslöschen will. Wenn dir so viel an uns liegt, wieso kümmerst du dich nicht selber um Raphael? Und warum setzt er gerade die Wesen der Hölle ein, anstatt selbst Hand anzulegen? Naja, er bildet sich eben was auf seine Reinheit ein. Ein Erzengel darf sich doch nicht die Hände schmutzig machen. Was mich angeht, so gerne ich auch weiterhin Seelen in der Hölle haben will, mein Leben riskiere ich dafür nicht. Und wer dann? Rate mal, warum ich dir das Omelett ins Buch gelegt habe. Du warst das also. Ja, ich wollte dir ein bisschen unter die Arme greifen. Du solltest nun zur Residenz aufbrechen. Um Mitternacht gibt es eine besondere Mondkonstellation, die es Raphael ermöglicht, die Zeremonie durchzuführen. Besser du beeilst dich. Also bin ich wieder auf mich allein gestellt. Ist ja nichts Neues. So ist nun mal das Leben. Viel Spaß mit Raphael. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Ich machte mich auf den Weg zur Residenz, um dieser ganzen Sache ein Ende zu setzen. Oh ja, das ist eine neue Waffe für sich. Energieeinheiten. Exterminator. Oh, oh. Hochepische, dramatische Musik. Nun ja, das ist dann wohl der finale Abschnitt, denke ich mal. Oha. Oha. Abgeschlossen. Nun denn. Für Zeit. Hallo? Kann ich nicht angreifen? Was soll denn das? Okay, jetzt doch. Mann, Mann, Mann! Ich glaube, ich sollte mal Schrot nehmen. Jetzt haben wir ja kaum noch was hier. Wo ist denn die Pumpgun? Da. Wobei, damit geht jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel. Aber egal. Alles was gut geht. Boah, fressen die viel Schrot. Erstmal heilen ein bisschen. Andere hin. Achso, die sind eben so. Okay, alles klar, habe ich nichts gegen. Ja, das waren die auf jeden Fall. Oh Gott, so viel. Warum? Überall sind Gegner. Ja, fast überall. Hier nicht, hier ist nichts. Hier sind noch nicht mal Items. Nein. So, dann gehe ich jetzt mal zurück, um es nochmal zu speichern. Und weiter geht die Party. Dieses Mal sind Erzengel dabei. Oder gefallene Engel, besser gesagt. Nein, die Engel können auch schießen. Ganz so einfach, aber es muss halt auch weg. Es muss auch weg, sowas. Okay, sehr gut. Alles ist weg. Oh. Nichts mehr da. Hehe. Ja, das war's dann mit dem Schrott. Wir haben eine experimentelle Waffe des Militärs wird mit Energiezellen geladen. Ja, das ist dann wahrscheinlich die allerstärkste, deswegen nehmen wir dann erstmal das. Ah, Mann. Okay, das lief einigermaßen gut. John hat die neunte Stufe erreicht. 14 AP, das 2.de. Sehr schön, sehr schön. Hä, Moment. Ich hab dich doch gerade besiegt! Was soll denn das? Das ist Betrug. Betrug ist das. Ich hab den Gefühl, die leben einfach wieder spontan. Ja, 65, 10 Punkte. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich komme hier nicht mehr raus. Weil die mich immer wieder angreifen.
Nee, das geht, das geht. Das geht immer gar nicht hier. Nee, nee. Nein, nein, aufhören, ich will aufhören. Na, da mach mich halt tot. Ey, das geht immer gar nicht hier. Das kann doch nicht wahr sein. Dass die einfach nicht tot bleiben. Kannst du die so oft töten, wie du willst. Die werden immer wieder belebt. Aber das wird wohl ein Bug sein, ne? Denke ich mal. Ich muss aber an das Item daran. Also ich muss einfach. Ja. Okay. Ja, ich versuche erst gegen die zu kämpfen und dann... Hoffe ich, kann ich entkommen. Ach. Okay, das war's damit. Ja, toll. Ja, wenn man direkt in den Gegner reinhält, dann wird man quasi... Beziehungsweise dann das pampt der Schaden unendlich. Ah, oh, ich gehe mir die falsche Runde zuerst, das kann doch nicht wahr sein. Nein, Mann, ich will raus! Oh. Mal versuchen. Ich muss einfach in die Energiezahl raus, ohne zu kämpfen. Das muss doch irgendwie klappen. Ja, aber das ist auch so blöd mit dem so Geschwindigkeitsbug. Der dürfte eigentlich gar nicht so schnell sein. Keine Ahnung, wann das passiert ist, aber... Das ist wohl irgendwie ein Fehler. Oh Mann, ey, der Schuh, der perfekte Weg steht. Ja, genau, mach ich noch aus. Ja, genau, mach ich noch mal aus. So wird das auch nichts. Ich muss an diese gottverdammte Energiezellen. Und die bitte ohne zu kämpfen. So. Jetzt. Oh, dieser Stuhl, ne? Ey, der regt mich so auf. Ey, ich hasse diesen Stuhl, den perfekten Weg stehen. Ja, toll. Jetzt kam ich da wieder nicht weg. Ey, das ist doch. Was ist das? Vor allem, dass die Gegner einfach nicht tot bleiben, wenn die wenigstens tot bleiben würden. Was? Nein! Und sag mir nicht, dass es noch gewollt. Weil Engel halt generell wiederbeleben können. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Oh, du musst gespeichert werden direkt. Na, boah, ey, es geht. Jetzt ist so ein Idiot, der geht einfach wieder rein. Das gibt's nicht, gibt's nicht. Na, wir haben es trotzdem noch wieder rausgeschafft. So, was haben wir denn jetzt auf der Seite? Bringe die Kugeln an die richtigen Stelle und die Tür wird sich öffnen. Woher soll ich wissen, was die richtigen Stellen sind? Verdammt normal. Naja, wir finden bestimmt noch einen Hinweis irgendwo. Und wenn nicht, dann schrei ich. Scheiße, das ist wieder ein Engel. Das heißt, ich bleibe nicht tot. Ah, hier genau. Mann! Dann einfach nicht mehr weg, wenn er mich erwischt. Die schlimmsten Gegner aller Zeiten. Oh. Das ist doch nichts damit zu tun. Das heißt, die sollten so oder so tot bleiben eigentlich, aber irgendwie... Dann ist das definitiv ein Bug da in dem Raum, dass sie einfach nicht getötet werden können. Mann!
Dämonen Elixier. Dämonenartefakt, sehr schön. Genau das brauchen wir alles. Ich glaube, ich werde hier noch hier im Kampf speichern, du. Nicht, dass dann auch wieder da irgendwo Gegner sind, ne? Die nicht sterben können. Was soll ich denn hier machen? Oh, so. Nein, das ist immer wieder anders. Nein, mach doch nicht sowas. Nein. Oh nein. Ich kann mir das echt nicht merken. Kätzchen hintereinander. Dankeschön. Muss direkt auch gespeichert werden, tut mir leid. Sowas schaffe ich nicht so schnell nochmal. Die Musik hier aber hat schon was. Kugel gefunden, einfach so. Tja, kann ich die da bestimmt einsetzen, wa? Naja, hier oben geht es ja auch noch weiter. Nein! Gegen euch wollte ich nicht kämpfen, weil hier ist... Ja! Die falschen Runen führen dich auf den richtigen Weg. Die falschen Runen. Achso, die nicht dabei sind oder was? Oder hä? Die sind alle dabei, was soll das? Hä? Da soll ich wissen, was hier die falschen Runen sind. Was sind die falschen Runen? Das verstehe ich gerade überhaupt gar nicht. Muss ich ja gestehen. Okay, einer weniger. Aua. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Einer weniger. Alter, wie viele sind hier noch? Dafür.
sonst habe ich wirklich gar nichts mehr an Munition. Das ist doch die einzige Waffe, mit der ich noch was. Damit muss ich jetzt immer treffen. Sonst war es das. Wir haben nichts hier gefunden. Oh, immerhin noch Energieeinheiten. Naja, was ist das? Naja, zumindest bleiben die auch alle tot. Aber ja, ist sonst nichts, ne? Nee. Hier sehe ich dann einfach mal anders rum. Ach, hier geht sogar auch. Okay. Ah ja. Aber ich habe hier bisher nur eine, ne? Na dann. Ist ja noch ein bisschen Arbeit vor uns. Na, kann ich euch vielleicht sogar umgehen, irgendwie? Ne, kann ich natürlich nicht. Aber den Dämon auch. Okay, das ist eine sehr gute Waffe. Ja, das ist eine sehr gute Waffe. Zwei Schüsse und die sind alle weg. Okay, kein Treffer kassiert, finde ich gut. Oh, wir haben wieder Bolzen, sehr schön. Dann werde ich diese Waffe auch wieder direkt benutzen. P, 2DE, sehr schön. Ah, Mann. Oh. Oh nein. Hier. Dann nochmal, wir haben immer nur noch eine einzige Kugel. Noch nicht mal die Hälfte geschafft. Aber na gut. Oh. Ich verstehe. Sehr schön. Man muss einfach nur an den vorbei und sich nicht erwischen lassen. Na ja, gut, hier macht das hier keinen Unterschied. Das weiß ich gar nicht, brauche ich sonst was? Ne, nein. Dann haben wir auf der Seite auch alles hier, würde ich sagen. Gut. Hälfte haben wir. Finde ich gut. So, jetzt war dann nur noch so eine Sache, ne? So, hier war ja nichts mehr. Ich weiß, hier war noch was auf der Seite. Ach ja. Die falschen... Oder warte mal, vielleicht kommt es ja auf... Auf die... Obwohl...
Ich weiß halt nicht, was mit falschen Runen gemeint sein soll. Bin ich noch ein bisschen überfragt, tatsächlich. Vielleicht kommt es nicht auf die Reihen an, sondern irgendwie die Spalten, also senkrecht. Könnte ich mir höchstens noch vorstellen, aber auch da bin ich mir natürlich nicht ganz sicher. Ist mir erst einmal nach wie vor ein Rätsel, auf jeden Fall. Ich versuche das Ganze noch zu durchschauen. Aber es wird mir nicht so recht gelingen. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt in die Lösung geguckt, ne, dass man da eben diese ja, auf diesen vier hier einfach gehen muss, ne? Und dann öffnet sich aber jetzt mal erst, woher soll man denn bitte hier wissen, was jetzt falsche Ruinen sind, was richtige Ruinen sind, Runen. Keine Ahnung. Ich blick da komplett nicht. Also das ist für mich auch wieder so ein klassisches Twilight Error Rätsel. Ich habe echt absolut keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, wirklich. Nicht mal ansatzweise. So, das letzte, was dann jetzt noch übrig ist, ist die eine Position mit den Kugeln. Also das Rätsel mit der, mit den Kugelpositionen. Bring die Kugel an die richtige Stelle und die Tür wird sich öffnen. Und jetzt frage ich mich, woher weiß man, was die richtige Position ist? Auch da könnte ich das jetzt natürlich durch reines Trial-and-Error irgendwie, ne, durch Verschieben irgendwie ausprobieren. Wo hier die richtige Stelle sein könnte. Ansonsten wüsste ich halt auch nicht, ne, wie man jetzt auch drauf kommt, auf die richtige Stelle. Warum hat die Farbe verändert, die Kugel? So, dass hier nicht weitergeht, denke ich mal, das ist die richtige Stelle, ne? Was soll das? Ich wüsste halt nicht, wie man sonst. Oh Mist, jetzt habe ich Scheiß gebaut, ne? Jetzt, ja. Jetzt komme ich ja gar nicht da weg. Okay, aber zumindest die eine ist schon mal richtig. Das ist dann 100%ig sicher. Das ist schon mal gut, dass man das dann nicht nochmal immer wieder neu. Ja, aber ansonsten, ne? Du kannst das ja nur so versuchen. Und hoffen, dass das die richtige Stelle, dass du die richtige Stelle triffst. Und du das auch nicht bis ganz an den Rand, weil dann kannst du die da nicht mehr wegschieben. Ne, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, ob ich das da schon probiert habe. Ich brauch's nochmal. Ja, anscheinend. Klappt aber auch nicht. Dann noch ein rum. Ne, ich habe wie gesagt auch da absolut keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das in dieselbe Reihe da muss. Oder vielleicht muss ich doch erstmal die andere Kugel da irgendwie, also damit was versuchen. Weiß er nicht. Kann ja sein. Ja, das ist hier gerade pures Trial-and-Error auf jeden Fall. Ach, guck. Scheint richtig zu sein. So, ich fange jetzt einfach mal da an. Das ist, wie gesagt, einfach nur Trial-and-Error, weil man hat hier absolut keine Hinweise gefunden. Oh, okay. Nee, also wie gesagt, keine Ahnung. Das ist
ziemlich unschönes Rätsel auch. Weil da bekommt man ja absolut keine Hinweise, ne? Wo die. Oder irgendwie ein Foto oder so, wo das abgebildet ist, ne? Zumindest habe ich jetzt keins gefunden. Wenn es hier wirklich absolut keinen Hinweis gibt, sondern das einfach nur reines Trial and Error ist, ist das natürlich, wie gesagt, ziemlich unschön. Muss man ja leider sagen. Ja, na, mit der Heilung sieht es auch nicht so rosig aus, ne? Ich habe so das Gefühl, da ist ein Bosskampf dahinter, aber ich guck mal. Du bist also der Lucifer dient. Ich diene niemandem. Du dienst ihm, indem du mich daran hindern wolltest, die Bücher zu erlangen. Es geht hier doch nicht um Lucifer. Du willst alles Leben auf der Welt auslöschen. Das will ich verhindern. Warum? Das Leben, das ihr führt, ist falsch. Es muss alles korrigiert werden. Indem alles vernichtet wird? Sehr logisch. Nichts stört die Gewalt und du wendest sie selber an? Für so ein unvollkommenes Wesen ist es sehr schwer zu verstehen. Nein, du bist nur einer von diesen Fanatikern, ob Erzengel oder nicht. Du verhältst dich genauso paradox wie deine menschlichen Pendants. Ich werde nicht zulassen, dass du die Zeremonie durchwirst. Warum wehrst du dich gegen das Unvermeidbare? Wäre eine Welt ohne Hass und Gewalt nicht besser? Ich habe keinen Bock zu sterben und die anderen sicherlich auch nicht. Wie bemitleidenswert ihr Menschen noch seid. Erkennt nicht, wie unwichtig euer Leben ist. Ja, nur geredet, es wird Zeit, dass ich hier zurück in den Himmel trete. Du willst Gewalt, also sollst du sie auch bekommen. Ja, wirklich gut ist der Typ ja nicht, ne? Das ist dann jetzt der Bosskampf. Sieht aber aus wie ein ganz normaler Kampf. Aber na gut. Kann das denn, dass diese hier mehr aushalten? Nee, glaub doch nicht. So, dann bist du alleine. Scheiße, wa? Nicht, das war jetzt der Bosskampf. Ja, ich wollte schon sagen. So leicht lasse ich dich nicht entkommen. 7 Stück also, ja. Ah, guck mal, da haben wir ja noch ein paar Items. Dämonenartefakt, Dämonenelixier, Energieeinheiten. Wie viele Bolzen-Dinger haben wir eigentlich noch? Davon haben wir 430, das ist sehr gut. Und Bolzen? 9. Naja gut, immerhin. Spreche nochmal. Für den Fall, dass ich jetzt vielleicht doch voll geheilt werden sollte für den letzten Kampf, mache ich jetzt erstmal nichts. Ansonsten können wir ja nachher noch sprechen. Du lebst ja immer noch. Du meinst, du könntest mich stoppen? Wie lächerlich. Ich werde die Welt nun von euch befreien. Toll, jetzt muss ich immer noch dort oben folgen. Auf 7. Das hier ist also Wolf 7, ja. Okay, alles klar, wir werden nicht voll geheilt in einem Kampf. Dann machen wir das nochmal natürlich hier. Schauen wir mal. Wir haben kein einziges Medikit. Wir haben aber 5 davon und dann noch 4 davon. Dann nehme ich erstmal so ein, ja. Da es jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit so wie der allerletzte Kampf ist. Kann man auch richtig alles verbraten hier. Wo haben wir es noch? Wo haben wir es noch? Recht gut vorbereitet. Ja,
Dann direkt wieder das Seelen. Bei dem Monolix hier, oder wie sich das nennt. Das letzte. Dann. Winter. Genau, jetzt kommt das zum Einsatz. Einfacher als so manch Zwischengegner. Schwer enttäuscht. Naja, auf jeden Fall ist es wohl tot, ne? Ausgezeichnet, du hast Raphael wirklich besiegt. Wir haben unten schon Wetten auf dich geschlossen und die Quoten sahen nicht gerade gut für dich aus. Dann habe ich jetzt wohl einen Fan gewonnen. Nicht wirklich. Aber wenn du dich zu einem Massenmörder weiterentwickelst, vielleicht. Egal, was passiert nun mit den Büchern? Ich werde sie mit in die Hölle nehmen. Verstehe, damit du sie einsetzen kannst, wenn die Zeit gekommen ist. Natürlich, ich plane wie gesagt schon weit voraus. Jetzt muss ich aber wieder zurück in die Hölle. Was ist mit dem Amulett? Du kannst es behalten, als kleines Andenken. Meinetwegen, ich würde mich ja verabschieden, aber ich kann ehrlich gesagt darauf verzichten, dich wiederzusehen. Wie du willst, aber du kannst mich unten gerne besuchen. Ich lade dich auch zum Barbecue ein. Mach's gut, John. Sehr sympathisch, dieser Lucifer. Darauf kann ich wirklich verzichten. Das war's also. Nova Production. Präsentierte. Ein Spiel von. Naja, Kelvin ist feier. Na gut, auf jeden Fall, es war schon irgendwo cool, das Spiel. Ich fand das Prinzip eigentlich immer ziemlich spaßig. Gut, jetzt wirklich horrormäßig war das Spiel ist eigentlich nicht, ne? Auch wenn es so mit Hölle und so zu tun hatte. Nee, aber. Ich sag mal. War schon irgendwo interessant, was es so mit dem auf sich hat, dass da so Wesen waren. Man wusste erstmal nicht warum, dann wusste man, aha, okay, die kommen wohl aus der Hölle und so. Man wusste da noch nicht warum, das wurde dann immer so mit der Zeit aufgeklärt, so von der Story. War jetzt vielleicht nicht unbedingt die stärkste Story, so sag ich mal, ne? Also das storystärkste Spiel von Kelvin. Generell war das jetzt nicht das stärkste Kelvin-Spiel, was ich so bisher gespielt habe, aber es war dennoch recht solide, sag ich mal. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist doch schon ein ziemlich altes Spiel von Kelvin. Nee, aber so, dieses Action-Kampfsystem an sich, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Auch das Prinzip, dass man da immer neue Waffen bekommt und damit so arbeiten kann und so, ne? Ressourcenmanagement halt. Die meisten Rätsel fand ich ganz gut, andere wiederum fand ich überhaupt nicht gut. Hier zum Beispiel die Grabsteine oder jetzt mit den Kugeln oder mit den falschen Runen, die man da drauf kommen soll, ne? Das fand ich dann, das waren doch eher unschöne Rätsel. Also. Einige Rätsel fand ich sehr undurchsichtig und weit hergeholt, sag ich mal. Also die Lösungen der Rätsel fand ich weit hergeholt, wie man darauf kommen soll. Beziehungsweise undurchsichtig und ja, aber ansonsten so, sag ich mal, ja, von der Story, das war auch so ein bisschen irgendwie mit Humor gespickt, ne? Nö, fand ich eigentlich so weit gut, dass man da immer diese Bereiche hatte und dann musste man da immer so Mechanismen lösen und dann da irgendwie einen Weg weitersuchen und so. Also das hat mir vom Gameplay-Prinzip tatsächlich an sich recht gut gefallen. Auch wenn da zwischendurch ein paar Rätsel waren, wo ich mir gedacht habe, oh, muss das jetzt sein? Oder waren halt sehr undurchsichtig. Aber so an sich war es auf jeden Fall eine runde Sache, so was das Gameplay angeht. Hat mir auf jeden Fall soweit Spaß gemacht.
Die Kämpfe waren, finde ich, ziemlich knackig. Man musste halt sehr gut auf die Ressourcen achten, ne? Aber ich mag ja so Herausforderungen. Hat mir auch so vom Prinzip ganz gut gefallen, dass da so begrenzte Anzahl an Gegnern sind und Items und so weiter. Dass es auch ein paar optionale Räume gibt, ne, die man rein kann, wenn man da bestimmte Sachen löst. Gut, der Endkampf, den fand ich jetzt tatsächlich am Ende doch ein bisschen einfach. Da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. zwischendurch waren da richtig starke und heftige Gegner. Den Roboter, glaube ich, den mit seinen Flammen, den fand ich am schlimmsten von allen Gegnern. Sag mal, vom Mapping und der Grafik war das jetzt auch nicht unbedingt, wer weiß wie atemberaubend, sag ich mal, ne? Das war jetzt nicht unbedingt so mein Stil. Aber gut, das ist wie gesagt eines der älteren Werke von Kelvin. Vielleicht war er doch nicht so ganz gut mit Grafiken, ne, und so. Die Faces, die waren ja auch noch nicht ganz so ausgereift. Eigentlich. Aber okay. Ja, aber wie gesagt, so vom Prinzip, ne, das mit diesem Action-Kampfsystem, ja gut, das hat auch vielleicht nicht immer hundertprozentig flüssig geklappt, da ist hin und wieder mal ein Schuss da durchgeglitscht irgendwie. Oder jetzt in dem einen Raum die Gegner, die man quasi unendlich hätte bekämpfen können, weil die einfach nicht tot blieben sozusagen, ne? In dem einen Raum. Und ein paar andere Kleinigkeiten waren da noch. Aber ansonsten war das eigentlich eine recht runde Sache, sag ich mal. Ja, wie gesagt, war jetzt nicht das Tori-stärkste Spiel, allgemein nicht das stärkste von Kelvin, habe ich schon gesagt. Finde ich zumindest. Aber die Kämpfe an sich, vor allem die Bosskämpfe, die waren immer sehr fordernd. Also ich sag mal, für Leute, die es eher einfach mögen, ist das Spiel wahrscheinlich nichts. Das war schon eine recht große Herausforderung, ne? Aber an sich fand ich das jetzt auch nicht uninteressant, so von der Story, sag ich mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen plump war. Ne, dass es da halt um die Bücher geht und erstmal wusste man ja nicht, was es da mit den Toten und so auf sich hat oder den Verschwinden der Leute. Und dass man dann herausgefunden hat, nach und nach, dass es da um die Hölle geht. Und irgendwie, ja, der Antagonist, ne, der da quasi die Welt sozusagen reinigen will, indem er alles auslöscht und dann eine neue Spezies sozusagen erschafft, die dann in einer gewaltlosen Welt und so lebt. Also der Antagonist, der hatte schon irgendwie seine Beweggründe, ne, die man vielleicht auch irgendwo nachvollziehen kann, auch wenn man sich vielleicht nicht unbedingt für richtig hält, wie er das dann lösen will, das Problem. Auf jeden Fall, auch wenn die Story an sich vielleicht ein bisschen plump war, fand ich sie auf jeden Fall nicht uninteressant oder schlecht, ne? Und wie gesagt, vom Gameplay her hat es auch eigentlich ziemlich Spaß gemacht mit dem Kampfsystem, den Rätseln drum und dran. Ne? Außer, wie gesagt, zwischendurch ein paar Ausnahmen mit gewissen Rätseln. Die Musik war eigentlich mal recht gut eingesetzt. Wie gesagt, Grafik war jetzt nicht unbedingt der Kracher, finde ich, aber ja, war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh nee, das geht gar nicht. Für mich ist das insgesamt und vielleicht doch eher so im mittleren Bereich das Spiel. Ja, vielleicht mit Tendenz zum Besseren und mit Hang zum Besseren. Aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel, so kann ich auf jeden Fall sagen. Ne? Auch wenn es jetzt vielleicht allgemein betrachtet nicht das stärkste Spiel von Kelvin war, was ich gespielt habe. Aber insgesamt auf jeden Fall immer noch besser als so mein ich anderes Spiel, ne? Was ich jetzt vor allem auch in diesem Spuktober gespielt habe. Da waren ja so ein paar Problemkinder dabei, sag ich mal. Ja, dann habe ich das auch jetzt durch, ne? Und dann war es das mit diesem Projekt. Und dann sehen wir uns eben zum nächsten Video wieder, ne? Was auch immer das sein wird. Aber bis es soweit ist, würde ich dann auch hier, wie man sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernd, Bruder.